So. Jedenfalls ist das hier unser Bett. Hier werde ich schlafen. Dann hier so ein cooles IKEA-Regal. Da habe ich schon mal meine Tasche ausgeräumt. Sieht ein bisschen chaotisch aus, aber das ist so eine Schlafcouch. Und ich meine, so zu dritt in diesem riesigen Zimmer. Wir haben sogar was, wo wir kochen können. Und ja, das ist eigentlich ganz nice, denke ich so. Und ja, ich sehe ein bisschen fertig aus. Ich bin schließlich heute auch 2,5 Stunden geflogen. Und bin jetzt tot. Ich finde hier nie einen Schalter. So, gut gemacht, Anna. Das ist noch das kleine süße Badezimmer mit einem ganz speziellen Lavabo. Ich, Haartrockner, Klo. Und ich finde die Dusche eigentlich ganz cool. Ich weiß einfach noch nicht genau, ob die wirklich so cool ist. We will see. Yes. Testen wir gemeinsam mal das Bett. Das ist eigentlich auch ganz wichtig. Jetzt seht ihr mich dann wahrscheinlich gar nicht mehr. Oh. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Die erbaut wurde, weil Zar Alexander II. Hier drin erschossen wurde oder wegen einem Bombenattentat gestorben ist. Und da hinter mir, da ist er gestorben. Und wir gucken uns die ganze Kirche an und die ist alles aus Mosaik gemacht. Und ja, ist eigentlich ganz cool hier, aber irgendwie auch ein bisschen seltsam. Wir trampeln hier alle auf einem riesigen Grab rum, aber was soll's? Einkaufen, irgendwie ist das voll komisch, in einem anderen Land einkaufen zu gehen, wenn man nichts versteht und keine Ahnung hat, wie viel was eigentlich kostet. Zum Beispiel so Eier oder so Speck und Lachs und so ein Quatsch. Alles ganz komisch zum Berechnen. Und ja, ich bin jetzt hier in der Küche und ich zeige euch jetzt mal unseren Einkauf. Und das sind Wasserflaschen, weil Wasser kann man nie genug trinken. Trinkt immer Wasser, das ist gesund. Brot. Keine Ahnung, ob das gut ist. Es ist jetzt schon mega weich. Fühlt sich an wie Toastbrot, aber in Form von normalem Brot. Hier unser Special Kühlschrank, der ausgestattet ist mit Käse, der schon offen ist. Lachs, der mega gut aussieht. Dann hatten wir Frühstücksspeck, den man braten muss. Noch mehr Käse. Eier, wo meine Mutter unbedingt wollte. Keine Ahnung warum. Seht ihr, wie das aussieht? Ganz seltsam. Dann Joghurt, Erdbeerjoghurt. Dann haben wir hier noch Cranberry-Saft, Coca-Cola. Habe ich schon was davon getrunken. Ist auch genau dasselbe wie in der Schweiz. Ist halt ein bisschen anders angeschrieben, aber sieht eigentlich ziemlich ähnlich aus. Und das ist noch Aperitif-Wein. Keine Ahnung, irgendwie sowas. War gerade irgendwie 10% steht jetzt hier, aber wir haben 50 bekommen. Fand ich eigentlich ganz cool. Und hier ist noch Butter und so ein Quatsch.
Wir sind jetzt hier in dieser Hermitage und es ist einfach riesengroß. Ich meine, wenn jemand von euch schon in Versailles war, das ist ja Paris vom, keine Ahnung, welchen König von Paris, Frankreich, das Haus gewesen. Das ist einfach genauso groß und das ist einfach so unendlich weitläufig. Man kommt hier überall hin und trotzdem nirgends. Und ich habe schon so viele Bilder angeguckt, dass ich gar nicht mehr zählen kann. Und ich muss unbedingt dahin gehen und meine Eltern hingehen, weil sonst finde ich die nicht mehr. Jetzt gehen wir Treppchen steigen und noch weiter laufen. Vielleicht gibt es dann irgendwie eine Pause, um was zu essen. Fände ich ganz nett, weil wir laufen heute schon den ganzen Tag rum. Cool. Nice. Und ich bin nicht fokussiert. Jetzt schon. Danke. Über eine Brücke und die Brücke heißt Trochimos. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig gesagt habe. Und der Fluss, der hier unten ist, ist die Nova, glaube ich. Keine Ahnung, ich finde es gerade nicht. Und diese Brücke, die kann man hochziehen, also so eine Ziehbrücke. Wenn ein großes Schiff durch muss, dann kann man die hochziehen, damit die Schiffe durch können, weil es ist hier auch im großen Hafen. Weil Sankt-Petersburg liegt ja am Meer. Das wissen ja ganz viele Leute nicht, weil sieht irgendwie nicht so aus, als wäre das Meer, aber es ist Meerwasser. Yay! Und jetzt gehen wir, glaube ich, dahin zu dem goldenen Turm. Und ich weiß nicht, ob man da hochgehen kann. Wäre ganz cool. Mal gucken. Also wir sind jetzt hier auf dieser Insel, auf dieser Haseninsel heißt die irgendwie, und überall stehen auch so Hasen rum und Menschen sind in Hasenkostümen unterwegs. Die Russen sind ein bisschen speziell. Jedenfalls hat der Zar Alexander hier geholfen, das aufzubauen. Und ein Schweizer Architekt, glaube ich, oder Bauunternehmer, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, hat geholfen, dann den Rest und diese Wand, diese Wasserwand, dass da halt keine Wasser hochspritzt, fertig zu bauen. Und das ging irgendwie 34 Jahre oder so, also ultra lange. Heute regnet es irgendwie in St. Petersburg. Aber das hält uns nicht davon ab, auf unsere Expeditionstour zu gehen. Genau, Tour wollte ich sagen. Und ja, wir gehen jetzt in St. Petershof oder Petershof, keine Ahnung. Und es ist so wie das Schloss Versailles, aber in Paris, also in Frankreich. Aber halt einfach von einem russischen Königspaar, glaube ich. Und ja, ich zeige euch dann ein paar Impressionen. Ja, aber jetzt regnet es hier erstmal und alle Menschen laufen hier mit Schirm rum und meine Füße sind schon ganz nass. Und ja, hier ganz cool heute und ich bin irgendwie ganz grün. Pulli ist grün, Schirm ist grün und ich leuchte auch grün. Nice. Bis dann. Also, nach einer knappen Stunde Busfahren sind wir jetzt hier angekommen in Versailles von St. Petersburg und es regnet aus Kübeln, ja. Und irgendwie sind trotzdem mega viele Leute. Ich meine, guck das an, voll, alles voll mit Menschen. Und ich hier mit meinem kaputten Schirm. Ich werde ganz nass. Naja, egal. Shit happens. Und wir gehen jetzt. Hört ihr diese Musik eigentlich? Wir gehen jetzt gucken, woher die Musik kommt. Und sonst gehen wir da vorne ins Schloss. Und ja, mal gucken. Ich bin da ganz gespannt. Und ich weiß auch nicht, was diese Menschen da. Hier ist ein Eichhörnchen. Eichhörnchen. Jetzt geht das jetzt angucken.
Со всего мира устремляются к нам восхищенные взоры и So, ich habe mittlerweile den Schirm gewechselt. Es regnet immer noch. Und wir sind jetzt am Meer. Ja, dieses Schloss Petershof, keine Ahnung, liegt am Meer. Das ist so ein kilometerlanger Garten. Ich muss hier gucken, dass meine Kamera nicht nass wird. Und das ist einfach so mega schön eigentlich. Nur halt ein bisschen nass momentan. Man sieht hier überall so Pfützen, also ist nicht so gut. Wir dachten auch irgendwie, dass man ins Schloss reinkommt. Aber heute war irgendwie da so eine Zeremonie, weil sie neue Fontänen der Wasseranlage eingeweiht haben. Und dann kann man irgendwie nicht rein. Und voll komisch. Und jetzt sind wir einfach im Garten umhergewandert, haben vorhin gerade was gegessen, habe ich natürlich nicht gefilmt, weil Anna klug. Und ja, war eigentlich so eine Art russischer Hotdog, keine Ahnung, mit so komischen Würzen, war eigentlich ganz lecker. Und ja, jetzt sind wir am Meer. Das mag ich wirklich sehr. Bester Reim, Anna. Wir warten jetzt hier darauf, dass wir boarden können. Währenddessen spiele ich ein bisschen mit meinem Nintendo mit Super Mario, weil das mega cool ist. Und ja, wir fliegen gleich zurück in die Schweiz und ich werde beobachtet und das ist voll komisch. Und ja, es war voll cool hier in St. Petersburg. Ich reg mich ein bisschen auf, dass ich kein Souvenir bekommen habe, aber ist halt so, ne? Und ja, man sieht sich beim Flugzeug.